Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Blair Witch. Oh mein Gott. Wieder im Wald. Wieder ohne, dass wir etwas wissen. Und ich habe nicht nachgeschaut. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, was wir machen müssen. Warte mal, hier am Baum haben wir Bullet jetzt schon suchen lassen, oder? Bullet, komm mal her. Was? Hä, wo ist denn der? Bullet? Achso, du bist genau vor uns. Ach, immer dieses Gucken, wo der Hund ist. Warte mal, wir können ihn ja erstmal... Wir streicheln ihn nochmal. Komm mal hier. Oh, Bullet. Yeah, good dog. Bester Bullet. Er hat uns so schön geholfen im Kampf gegen das unsichtbare irgendwas. Findest du hier vielleicht irgendwas, Bullet? Komm mal her. Komm mal her. Für mich irritieren diese Dinger immer oben. Weil bei Metal Gear oder bei anderen Spielen, wo man irgendwie versteckt bleiben muss, da kommt das immer kurz bevor man entdeckt wird. Wenn man quasi gesehen wird. Okay. Ich weiß nicht, überlege, ob ich nochmal ganz zurückgehe, aber es ist ja auch Quatsch, oder? Also... Außerdem, wir sehen auch gar nicht, wo wir da lang müssen. Wir können ja nochmal Richtung Auto gehen. Da ist der Bunker. Das ist wirklich so ein bisschen wie Slenderman, die 8 Pages hier. Müssen wir jetzt von jedem Scheißdreck irgendwas finden? Hm. Hä? Wait. Isn't that... Hä, das war doch... It's Lanning's car. Hä? But how? It was a complete wreck just a moment ago. Hä? Sind wir in der fucking Zeitschleife gefangen, wo wir, Ach du meine Güte. Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett. Talk to me. Emmett hat keinen Bock auf uns. Fuck. Können wir ins Auto? Oh, warte mal. Was ist denn das? The light. Say the light? Was? Kanal 03. Sage das Licht. Oh Gott, jetzt wird's creepy. Moment, warte mal. Warte mal. Bullet? Say the light. Bullet, warte mal, warte mal. Bullet? Na. Bullet, wait. Oder nee, 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 nee. Bullet, warte, bleib bei mir. Stick close to me. So. Say the light. I could try the walkie. Also ganz ehrlich, da meint das Spiel aber auch ein bisschen zu gut mit uns, oder? Das, mit den Tipps. Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht will, bräuchte, aber ist egal. The light? Turn on the lights. What? The headlights, turn them on. Why? Who is this? Hello? Okay. Yeah, why the hell not? Okay. Hä? Ja, die Karre ist vielleicht mal verschlossen? Hey, who? Ernsthaft? You find him? Oh, like it matters. No, good job, buddy. Warte mal, erstmal loben das Hundi. Warte, loben. Wir müssen ihn ja loben. Stay close, nein, 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 warte mal. So. Das hast du gut gemacht. Yeah, good dog. So. Okay. Stay here, boy. Nee, komm mit ins Auto. Komm, 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 komm. Wir gucken uns erstmal um. Die Sicherungsabdeckung befindet sich unterhalb des Lenkrads. Um ein potenzielles Problem zu identifizieren, prüfen Sie bitte Folgendes. Bla, 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 bla. Okay, wir müssen jetzt gucken. Frontscheinwerfer ist 7, Position 7, Sicherung 20A. Okay. Das ist hier unser Anleitungsbogen. Another missing person? 18.08.2000. 17.55 Uhr. Officer Wilson wurde von Adam Brown über das Verschwinden von Todd McKinnon in Kenntnis gesetzt. Seinen Aufgaben zufolge belieferte ihn McKinnon mit Holz, bis er vor 2 Wochen unerwartet damit aufhörte. Browns Versuche, Kontakt zu McKinnon aufzunehmen, blieben erfolglos. 18.30 Uhr. Was ist denn? Hey, was ist denn, Junge? Wo bist du?
da ist er noch. Okay, gut. Wo war ich jetzt? Ach Mensch, jetzt muss ich das wieder aus dem Rucksack rausgraben. Toll. Toll, Bulle, toll. Warte mal, Untersuchungsbericht. Genau, so. Nochmal. 18.30 Uhr. Die anfängliche Suche blieb erfolglos. McKinnon konnte nicht in seiner Wohnung vorgefunden werden. Bei McKinnon sind keine Fälle einer psychischen Erkrankung bekannt. Gegenwärtige Annahme, absichtliches Verschwinden. 20.15 Uhr. Oh, Programm. Abendprogramm geht los. McKinnons Nachbarn behaupten, er habe des Öfteren das stillgelegte Sägewerk des Tappy East Creek Holzunternehmens in Black Hill, Hills Forest besucht. Sarah Wilson, Ermittlungsbeamte. Nun. No battery. I should take a look under the hood. No battery. Okay. Dann müssen wir erstmal unter die Motorhaube gehen. Oder gucken. Schön, dass er das von alleine macht und ich nicht selber 5 Stunden überlege, was ich da machen müsste. Aber dass das da die Batterie ist, das erkenne ich auch noch. Okay. Greetings, my beloved listeners. I'm so glad you could join me on this very special night. Do you know what time it is? That's right. It's time for our annual trivia challenge! Yay! Today's question is... What have you done, Alex? Oh, looks like we have a winner! It's someone who knows the answer all too well! Congratulations! Your prize is on its way! Good night! Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Der Preis. What the? Hä? Okay. Ich wollte nur kurz nochmal dazwischen preschen. Es tut mir leid, dass ich vorhin diesen Truck hier gar nicht gesehen habe. Ich dachte, das wäre das normale Scheißauto, was da schon die ganze Zeit steht. Dass der so neu und hübsch aussieht. Keine Ahnung. Sorry, Leute, dafür, dass wir die letzten Parts so rumgeeiert sind. Aber jetzt spüre ich, jetzt geht's weiter und so, ne? Und wie auch immer. The macabre treatment of patients in these institutions. Now it goes without saying, the film is not for the faint of heart. The force feeding scene is particularly hard to sit through. We watch as a tube is inserted nostril all the way down his throat. Und ist noch da. Nutrient liquid is then pumped straight into his stomach. Ja. Oh my, that sounds awful. It truly is, and that's precisely why everyone should watch it. Remember, 1 in 20 people will spend some part of their life in a mental institution. Was? Who knows? Maybe it's you. Good night. Was? Okay, cool. Danke. Okay, keine Ahnung. Wir machen erstmal das Licht an. Fuses. That explains it. So. Warte mal, wir können ja Lenkradrotationssensor, Frontscheinwerfer. Können wir jetzt einfach irgendeinen nehmen und
mache ich denn hier das Licht an? Ach so, warte mal. Wir müssen die Motorhaube vielleicht mal wieder zumachen, wa? Ja. Okay. Bullet, wait. Nächster Versuch. Ich wette, ich soll die Scheinwerfer anmachen und dann sehe ich da irgendwas. Irgendein Monster oder irgendein Kind, was da rumsteht. Ja, Bullet, ich mache ja gleich. Warte mal. Wir nehmen erstmal die kaputte Sicherung raus und dann packen wir die da, brauche ich kein Mensch, in das da rein und, warte mal. Zündspulen, Bordnetz, Steuergerät, Zentralverriegelung. Lassen wir mal besser da. Guck mal, Zigarettenanzünder braucht doch kein Mensch momentan. Ach, warte mal, da stand doch auf dem Plan irgendwas drauf, ne? Warte mal. Ah, auf den Sicherungen steht was drauf. Die müssen verschiedene Dingsen haben hier, verschiedene Bezeichnungen. Hm. 20, 25. Ja, Bullet. Warte mal, 15. That looks good. Ah. How? Bullet. Bullet, buddy. Now I'm really losing it this time, aren't I? Ich weiß gerade gar nicht. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Können wir unser Funkgerät benutzen? Emmett, I know you're there. Please, answer me. Und so, meine lieben Freunde, spielt man Gott. Warte mal, hier können wir. Oh. Hätten wir hier schon die ganze Zeit die Ladefläche aufmachen können? Ich kann ja hier gar nicht vorbei. Oder kann ich das von der anderen Seite? Dann können wir quasi mit unserem Hundi fliehen. Für immer. Nee, können wir nicht. Okay. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Das ist jetzt, ich bin etwas überfordert. Aber es ist okay, glaube ich. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir auch an einer völlig anderen Stelle als vorhin, oder? Okay, hier kann ich überall nicht lang. Warte mal, ich sag Bullet mal kurz, er soll suchen. Such mal. Findest du hier irgendwas? Ist hier was? Hm? Nothing there, huh? Okay. Okay, dann gehen wir halt in die andere Richtung. Ah, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch etwas überfordert. Das ist, ja, das war jetzt überraschend, ne? Und es war Licht. Hm. Oh, hey. Okay. Hä, du standst doch gerade noch da. Wie kannst du denn jetzt da... Oh Gott, Dämonenhund. Der ist auch schon besessen. Okay. Ich krieg 10.000 Nachrichten. Habe ich jetzt wieder Empfang? Hey, ich werde ständig zu deiner Mailbox weitergeleitet. Egal, ich habe eigentlich nur angerufen, weil ich, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, warum. Ich habe in letzter Zeit viel über uns nachgedacht. Gehst du mehr aus dem Weg oder bist du noch immer im Wald unterwegs? Egal, ich habe eigentlich nur angerufen, weil eigentlich... Melde dich, wenn du kannst. Bis dann. Können wir die anrufen? Wir haben doch ja anscheinend jetzt wieder Empfang. Telefonbuch. Jess. Wir rufen mal Jess an. Jess? Hey, I'm sorry about earlier. You just caught me at a bad time. Yeah, I noticed. Is this a better one? Yeah, no, definitely. It's good to hear your voice. Okay, so
What are you up to? Did you hear about the missing kid? I've joined the search. I'm out in the woods right now. Bullet's with me. Oh, wow. Okay. I hope you know what you're doing. Yeah. I hope so, too. So, any luck with the search? Not much so far. But hey, at least Bullet's happy we're out of the house. I bet. Well, good luck. Call me if you feel like talking. Ich hab dich doch jetzt angerufen. Red mit mir, Frau. Ich bin völlig überfordert, aber ist okay. Junge, Junge, Junge. Können wir vielleicht den Sheriff nochmal kontaktieren? Emmett, I know you're there. Please, answer me. Vor allen Dingen, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach nee. Ist das die Kombination für das scheiß Schloss? Das sind ja auch so eine Stellen, ne? So eine. Oh, das ist für das Schloss von dem Bunker. Fuck. Kommen wir da jetzt nochmal hin? Oh, hoffentlich kommen wir da nochmal hin. Hoffentlich ist das geskriptet, dass wir das erstmal. Hätte ich aussteigen können, nachdem ich das bekommen habe? Nee, ne? Oder? Ach, oh, ich habe noch so überlegt, wofür ist denn das jetzt? Keine Ahnung. Ach, Mann. Ja, hier ist der Baum wieder. Oh mein Gott. Nee, doch nicht. Okay. Ist doch nicht der Baum. Ja, Bullet, ne? Renn mal ruhig weg. Ach man, ich dachte gerade schon, wir hätten den Baum wieder gefunden, weil dann finden wir ja auch den Bunker wieder. Aber nein, stattdessen finden wir ein Flussufer. Wie schön! Kommt jetzt noch ein Bär vorbei und bringt uns um? Stay, stay. Ich glaube, ich muss den Hund jetzt mal das erste Mal anmeckern. So, warte mal, ich werde den Hund mal kurz anmeckern. Weil der hat nicht gehört. Ich habe zu ihm gesagt, er soll anhalten und das hat er nicht gemacht. Jetzt werden wir jetzt mal schön den Hund fertig machen. Bullet. Du sollst nicht einfach ins Wasser gehen, blöder Köter. So, wir werden ihn jetzt einmal tadeln. No, don't do that. Mhm. So. Come here, boy. Hoffentlich kap. Na, hoffentlich ist jetzt. Na, ich weiß ja jetzt auch nicht. Oder ist hier irgendwas, hm? Sieg. Aber geh nicht wieder ins Wasser. Das habe ich dir nicht erlaubt. Nothing, eh? Hm. Finden wir auch so wie im Film. Ja, leg dich da erstmal hin. Ach. Okay, er hat sich da hingelegt, wo es was gibt. Oh, cool. Brand new. Must be Peter's. Ja, na dann Schnuffi Schnuffi hier, ne? There's nothing on this one. Okay. Hat er gut gemacht. So. Wir können dem Hund ja auch permanent irgendwelche völlig falschen Signale geben. Wenn er irgendwie nicht auf uns hört und wegrennt, dann loben wir den. Und wenn er auf uns hört, dann bestrafen wir ihn. Oder tadeln wir ihn, besser gesagt. Limbo-Musik. Juhu. Aha. Noch ein Foto. Barbara. Können wir vielleicht auf der Frequenz hier auf der 3 bin anrufen? Anyone? The light? Zealous, over.
Ja, hast du Pech, Alice, ne? Okay, dann gehen wir einfach mal hier lang. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig beruhigt, dass wir zumindest, dass es Tag ist und dass wir zumindest wieder eine Location haben. Weil das vorhin da im Dunkeln rumgekrepelt, das war dann doch etwas... Hier kann ich nicht lang, hä? Oh nein, das unüberwindbare Dornengestrüpp. Ohne Dornen. Ja, okay, ich komme ja schon. Ja, was denn? Was denn? Was willst du mir zeigen, hm? Okay. Der Hund will, dass wir da hinten hingehen. Also gehen wir da jetzt hin. Oh, warte mal. Ach nee, hier ist nichts. Okay. Bullet, jetzt lenkt mich hier nicht ab vor anderen Dingen, die ich finden muss, ja? Ich muss hier erstmal jetzt jedes Blatt umdrehen, was hier noch ist. Aha! Two sets of footprints. Both heavy set. Nail. One's barefoot. Der auf dem Band war doch... Der auf dem Band war doch auch barfuß. Und schön Verschmutzung. Meine Güte, ich kann nicht mehr sprechen. Erstmal rauchen und dann auch noch eine Kippenschachtel. Am besten, wir finden hier noch ein paar Kippenstummel. Da ist DNA dran, Junge. Wir kriegen dich. So. See if you can find something, buddy. Ist hier irgendwas, Bullet? Hm? Du blockierst mir den Weg. Ach nee, doch nicht. What is it, Bullet? What'd you find? Alright, good boy, scheiße. Good boy. Now move aside. Wenn das mal nicht nach totem Kind schreit. It's okay, buddy. I don't like it either. Just let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Alter. Emmett. We were just... I don't understand. Emmett. Oh, God. Fuck. Landing. Oh, God. Okay, now you deserve better than this. Alter. Fuck. Okay. The killer... Oh, skinned his face. Clean cuts. Probably post-mortem. Alter, Junge. Neck wound. Deep. And his head is... Oh God, it's barely hanging on. War das vielleicht mein Hund? Alter. Lenning's badge. Oh, no one deserved it more than him. Okay, müssen wir noch irgendwas entdecken oder machen? Vorhin, da lag doch auch eine Schaufel gerade, oder? Lag da nicht auch... Aha! Na, hallo? Lenning was tough. Meine Güte. Experienced. You wouldn't let a killer... Aneta. Können wir Lenning verbuddeln? Aber das ist ja, dann würden wir ja den Mord vertuschen. Wieso ist denn das jetzt so eine Sumpfgegend? Das war doch gerade nicht. Wo ist Bullet? Alter. Oh, er hat was. Was? Der Freundesmord. Alter. No longer just a missing person case. Come on, Bullet. We gotta finish this. Warte mal. For Peter and for Lanning. Können wir den jetzt nicht einfach wieder zum Leben erwecken, indem wir uns das Band nochmal angucken?
Okay, warte mal, ich muss das jetzt ja dem Hund zeigen. Ah ne, hier, das sind die Spuren. Echt, das haben wir ihm schon gezeigt? Stimmt doch gar nicht. Okay, aber ich würde trotzdem sagen, nichtsdestotrotz beende ich hier erst einmal den Part. Krasser Scheiße. Oh Mann. Puh. Aber mich ärgert das ein bisschen mit diesem Bunker. Ich hoffe, wir kommen da nochmal hin. Ansonsten wäre das jetzt ein bisschen blöd, weil ich dann da irgendwas nicht gefunden habe, dementsprechend. Aber naja, gut. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und für die Geduld bisher. Es ist blind, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Deswegen, aber wir fuchsen uns ja irgendwie trotzdem so durch. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.